Servus und hallo bei Nordrhein-Westfalen Talkshow. Heute mit Interview mit Feline Egbauer. Die hat auf der letzten Hanfparade mit der Chrissy zusammen das Programm moderiert. Und bei dem vorletzten Smoking, nie vom letzten Smoking, hat sie auch eine Rede gehalten. Hallo Feline, schön, dass du dir die Zeit genommen hast für das Interview. Danke für die Einladung. Du lebst in? Also ich lebe jetzt in Wedding. Geboren bin ich in München. Nein. Und in aufgewachsenen Landshut. Oh, Landshut. Genau, aber dann habe ich noch mal ein paar Jahre, als ich das Abi gemacht habe, 2010, bin ich nach München erstmal gezogen, die nächste Großstadt, wo ich hin konnte. Und dann irgendwann habe ich in München dann gemerkt, so irgendwie, da ist noch mehr. Und Berlin hat irgendwie gerufen und jetzt bin ich hier. Welche Sternzeichen bist du? Krebs und Pferd. Wie bist du auf das Thema Drogenpolitik gekommen? Also es sind so, ich glaube, es gibt ganz viele Gründe. So wenn man sich fragt, warum mache ich das, was ich jetzt mache? Mhm. Es gibt so zwei Dinge, die ich mit der Zeit erfahren habe, die mich sehr die dafür gesorgt haben, dass ich an dem Thema dran geblieben bin. Das eine ist, wie viele Menschen eigentlich in der Welt sterben wegen dieser katastrophalen Drogenpolitik und wegen der ganzen Irrtümer über Drogen und diese Überzeugung, dass Drogen mit Strafverfolgung behandelt werden sollten, also Drogenkonsum und der Verkauf, wie viele Kriege eigentlich in der Welt existieren, so einerseits wie jetzt in den Philippinen seit ein paar Jahren, dass Menschen einfach umgebracht werden, weil man sagt, sie sind schädlich für die Gesellschaft und deswegen, wenn wir bessere Philippinen haben wollen, ist es okay, wenn diese Menschen einfach irgendwie getötet werden, wie auch immer. Und das andere, die Kriege in den Anbauländern, wie in Mexiko, Mittelamerika oder so, wo einfach so viele Menschen sterben. Und das zweite ist, dass irgendwie niemand darüber redet. Und dann eben dieser ganze globale Zusammenhang, dass es eben nicht nur diese Kriege sind, sondern dass wir so gewisse Überzeugungen über Drogen in der Welt haben, die dann überall ihre verschiedenen Auswirkungen haben. Also in Deutschland dann, dass Leute ihren Führerschein verlieren, ihren Job nicht mehr ausüben können, stigmatisiert werden, marginalisiert werden in Lebensumständen, wo sie keine Hilfeleistungen kriegen, weil Leute sagen, so jemand, der Drogen nimmt und dann Probleme hat, hat keine Hilfe verdient. Mhm. Das sind so Dinge, die verstören mich, ja. Dass man sagt, wenn Menschen Entscheidungen treffen, die irgendwie jetzt gerade nicht allgemein akzeptiert, das haben sie keine Hilfe verdient oder ist okay, wenn sie leiden. Mhm. Und das ist halt extrem stark genau bei diesem Thema. Also ich glaube, es hat mich immer diese Dynamik interessiert, warum Menschen abgewertet werden. Und dann habe ich durch verschiedene Ereignisse gemerkt, irgendwie, dass beim Drogenthema extrem stark ist und gleichzeitig aber sehr wenig darüber geredet wird, weil es ja stigmatisiert wird. Eigentlich ist es ja auch eine doppelte Moral. Ne? Es gibt keine guten oder schlechten Drogen. Ja, das sind aber auch noch, ist noch mal eine andere Doppelmoral, insofern, weil man ja irgendwie eine Meinung hat darüber, eine Meinung darüber haben möchte, wer wie Drogen nehmen darf und irgendwie in den Köpfen der anderen Menschen rumschwirrt, welcher Drogenkonsum verantwortungsbewusst und kontrolliert ist und welcher nicht. Und dann hat man bei Alkohol ja auch einerseits den Leuten ein Bierzelt oder die bei der CDU, ihre Erfolge feiern oder so. Da ist es dann kontrolliert und in Ordnung und man geht wieder am nächsten Tag ins Leben. Und gleichzeitig hat man aber die Vorstellung von den Leuten, die dann nicht mit dem Alkohol umgehen können und das Loser sind oder irgendwie dann es okay ist wiederum, dass es denen schlecht geht, weil die sind selbst schuld, weil sie sich nicht unter Kontrolle haben oder schlechte Entscheidungen getroffen haben. Und immer wieder wird gesagt, die Droge ist schuld. Und damit macht man es sich halt zu leicht. Ja. Ist auch einfach falsch. Das wird den Menschen nicht gerecht. Oder wenn jetzt hier ich mit der U-Bahn hergefahren bin, ich meine, jedes Mal, wenn man mit der U-Bahn fährt in Berlin, kriegt man, glaube ich, verschiedene auf den ersten Blick schwierige Lebensverhältnisse von Leuten mit und die sind auch teilweise einfach wirklich nicht schön, aber in dem Moment halt dann zu denken oder eine gewisse Angst oder Distanz zu haben, sagt halt dann auch eigentlich sehr viel über einen selbst aus und nicht so viel über die andere Person, die man ja eigentlich gar nicht kennt. Also, das passiert im eigenen Kopf. Ja. Ja, du guckst jemanden an, in deinem Kopf passiert das Ganze. Und das ist sehr schädlich, weil man dann komplexe Zusammenhänge und wirklich unfaire Bedingungen und unfaire Chancen ins Leben zu starten, die es halt gibt, aufgrund verschiedenster Gründe, die man haben kann. Bildung, Zugang zu Bildung oder irgendwie die Unterstützung von Eltern oder
irgendwelche anderen Diskriminierungsformen, die man haben kann, oder einfach individuelle Faktoren auch, oder dass man halt einfach bestimmte Sachen nicht will, die aber irgendwie sowas wie arbeiten. Manche Leute haben keinen Bock auf Erwerbsarbeit und deswegen macht man sie auch fertig. Und es sind so viele Sachen, wofür man andere Menschen irgendwie schlechter darstellen versucht. Aber wenn man das alles dann, wenn man dann diese Droge hat und sagen kann, okay, das passiert alles wegen, keine Ahnung, Crystal Meth, deswegen geht es der Person schlecht, dann hat man halt einfach so eine leichte Erklärung, die sich halt in diese allgemeine Erklärungsmuster auch leicht reinpassen. Und was sich dann wiederum alles wieder bestätigt, der Person geht schlecht wegen Crystal Meth und nicht, weil wir ein unfaires Bildungssystem haben. Stimmt. Oder vielleicht geht es der Person auch gar nicht so schlecht wegen dem Crystal Meth, sondern, weiß nicht, aber das sind alles Mutmaßungen jetzt. Also man muss halt einfach menschengerecht werden in ihrem Leben und diese vorschnellen Mutmaßungen halt dann loswerden, okay, der Person geht schlecht wegen Alkohol, da geht es schlecht wegen, oder dann geht es ja noch weiter von wegen, die will sich eh nicht helfen lassen, die ist eh süchtig, die kann keine Entscheidung treffen, die Person wegen dem Alkohol und so. Das ist alles halt einfach ein leichtes Erklärungsmuster, was aber nicht der Wahrheit entsprechen muss oder nicht. Wo engagierst du dich überall und wie finanzierst du diese Arbeit? In den letzten Jahren vorwiegend bei My Choice gewesen. Das ist eine kleine Initiative, die eine Freundin und ich zusammen gestartet haben und jetzt machen mit ein paar Leuten zusammen, die uns hier und da unterstützen, die wir auf dem Weg kennengelernt haben. Julia und ich haben uns gefunden, weil wir damals beide nach irgendeiner Möglichkeit gefunden haben, uns drogenpolitisch zu engagieren, wo es nicht nur um einen Aspekt der Drogenpolitik ging, wie Drogenhilfe oder nicht nur um eine Substanz, sondern das irgendwie so ganzheitlicher angehen wollten. Aber auch so um unsere, also ich war davor in einer anderen Arbeitsgruppe, wo das so war, aber da hat mir so ein bisschen dieses spontane Berlin-Feeling, einfach in Berlin mal eben was aufstellen oder tolle Sticker machen, keine Ahnung. Das vom Stil her hab ich da was Neues gesucht. Julia hatte Bock, was zu machen und dann haben wir das dann so gestartet. Das war die letzten Jahre so und geht weiter. Ich sage, es geht weiter, weil ich jetzt sehr viel mit anderen Sachen beschäftigt bin, nämlich weil ich jetzt bei LEAP arbeite. Also da werde ich anständig bezahlt. LEAP ist Law Enforcement Against Prohibition. Das ist ein Verein, der sich vor ein paar Jahren gegründet hat. Also gibt es in mehreren Ländern der Welt, aber in Deutschland hat er sich 2015 gegründet und besteht zum Teil aus Leuten, die Strafrechtshintergrund haben, also Polizei, BewährungshelferInnen, sowas auch aus der Richtung, Leute, die beruflich mit diesem Bereich des Strafrechts zu tun haben. Ach, Bewährungshelfer auch? Das wusste ich ja gar nicht. Hey Leute, also wer von euch Bewährung hat, ne? Kannst du ja mal darauf hinweisen. Ja, alle, die diese Drogenpolitik durchführen müssen, die jetzt dieses BTMG durchführen müssen, und teilweise halt gegen ihren Willen oder gegen, die das dann im Alltag machen und sagen, ich weiß, es ist nicht richtig oder ich bin in Situationen gekommen, in die ich nicht mehr kommen möchte oder ich möchte mich halt auch irgendwie engagieren, eine Aufklärung zu betreiben, eine Bildung zu betreiben, dass Drogenpolitik ein Thema ist, woran wir arbeiten sollten und was wir dringend verbessern sollten. Weil einige eben merken, dass sie mit ihrer Arbeit im Strafrecht nicht dazu beitragen, dass Leuten besser geht, sondern gemerkt haben, oder gäbe es eigentlich ganz andere Maßnahmen, sowas wie ein Drogenkonsumraum oder so, oder eine legale Spritzenabgabe, dann Austausch oder Substitutionsbehandlung oder so, wenn sie diese Erfahrung gemacht haben und das erstmal gesehen haben, die dann auch merken oder jetzt merken, wo ich es erzähle, dass wenn sie sich berufen fühlen, Menschen zu helfen in schwierigen Situationen, was ja bei vielen, denke ich mal, tatsächlich die Motivation ist, die im Strafrecht arbeiten, habe ich jetzt auch einige kennengelernt. Mein Bild der Polizei hat sich auch ein bisschen verbessert. Genau, dass da viele einfach einen besseren Job machen möchten und das ist halt LEAP, dass man ihnen die Gelegenheit gibt und die Vernetzung, diese Sachen besser zu machen und anzustoßen. Das bedeutet die komplette strafrechtliche Kette. Kann da jede? Jeder kann mitmachen. Jeder kann mitmachen. LEAP, dieses Jahr sind wir neu durchgestartet. Also ich habe im Januar angefangen als erste bezahlte Mitarbeiterin dort und dadurch ist eine Regelmäßigkeit reingekommen und Strukturen, wo wir jetzt die Möglichkeit haben, größer zu werden. Und deswegen, gerade jetzt ist ein guter Moment, uns beizutreten und zu sagen, hey, das, was LEAP jetzt die letzten Monate gemacht hat, das war schick, ich will mehr davon.
und zu sagen, ich will Teil davon sein, genau. Weißt du den Beitrag, wie hoch der ist? Ja, regulärer Jahresbeitrag ist 80 Euro. Okay. Und genau, auf den Monat umgerechnet ist das dann noch ein paar Euro. Aber tatsächlich ist es auch so, dass für manche Leute das ist trotzdem viel Geld, aber man möchte irgendwie dabei sein. Und dann kann man auch einen Antrag beim Vorstand stellen. Also es geht alles über die der Mitgliedsantrag über den Vorstand immer. Den kann ich jetzt zum Beispiel beschließen, ich nehme die entgegen, wenn die bei uns eingehen und bearbeitet die zusammen mit der Schatzmeisterin, dann aber der Vorstand beschließt darüber, wer angenommen wird oder nicht. Und wenn man unter der Einkommensgrenze, ich weiß, 1200, 1300, ich kann es nochmal nachschauen, auf jeden Fall kann man dann auch den Beitrag senken auf 30 Euro im Jahr. Nur jetzt rufen wir Auftrag, wie hat die Gesprächsbereitschaft schon signalisiert? Also was Ihre Gesprächsbereitschaft angeht, warte ich einfach ab. Das sagt für mich jetzt noch nicht so viel aus. Ich bin gespannt auf Ihre Taten und auf Ihre Schwerpunkte, die sie setzen möchte. Mhm. Und ob sie was wünschenswert wäre, ich weiß es nicht. Bisher macht sie ja nicht so den Eindruck oder ihr politischer Hintergrund, dass sie da so eher auf der, also eher auf der Repressionsseite. Aber sie kann ihre Schwerpunkte setzen und vielleicht nimmt sie es ernst, dass sie das wirklich verantwortungsvolle Aufgabe hat. Also was ich so das Gefühl habe, ist, dass seitens der CDU, CSU oder vielleicht auch bei anderen Leuten in der Politik nicht begriffen wird, was für ein relevantes Thema ist. Weil wir haben in Deutschland vorwiegend diese Debatte um Cannabis-Legalisierung und das ist ja so in eine Ecke geschoben von wegen, die wollen einfach selber kiffen. Ich finde es nichts Negatives, wenn man einfach selber kiffen. Und das ist halt ein Studijob. Also es ist auch in diesem Umfang, weil ich jetzt dann, ich studiere Master, wo ich coolerweise auch die Möglichkeit habe, mich intensiv mit Drogen kriegen und so Aspekten drumherum beschäftigen kann. Mhm. Und bald beginne ich meine Masterarbeit, die ich dann mit der ich dann ein paar Monate auch noch mehr intensiv beschäftigt bin. Jetzt gerade in der Sommerpause kann ich ein bisschen mehr verliebt machen, aber dann ist es dann auch wieder der Studijob-Umfang und dann genau Studienkredite. So zur Finanzierung. Okay. Ich bin Komplizin beim Zentrum für politische Schönheit. Okay. Und ja, das genau, bin ich Mitglied in der Linkspartei in Berlin und da im Bezirk so ein bisschen aktiv und Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Wirtschaftspolitik. Okay. Das ist noch so was Kleineres. Also die Hauptbeschäftigung ist aber Wohnpolitik. Wie stellst du dir eine Legalisierung vor? So wie Tabak und Bier oder strenger reguliert? Ich habe schon eine Wunschvorstellung natürlich, dass wir einfach um diesen ganzen Stress um die Drogen aufhören und das einfach halt einfach ein Teil von menschlichem Leben sein kann, Drogen zu nehmen, ohne dass es irgendwie ein politisches Trara ist. Wie kann der schädliche Konsum, der nicht von der Droge allein ausgeht, wenn überhaupt das ein großer Faktor ist, sondern von eben anderen Bedingungen, ob der Drogenkonsum problematisch ist oder nicht, wenn das jetzt von heute auf morgen wäre, wir morgen sagen würden, wir machen jetzt meinen Traum von Legalisierung so, dass einfach Drogen einfach irgendwie erhältlich sind und dann kein Trara dann würde vielleicht, ja, das würde nicht funktionieren. Also ich mache mir dann eher, vielleicht wird es auch funktionieren, keine Ahnung, das ist so unrealistischer Gedanke. Ich mache mir dann eher die Überlegungen, was ist der nächste Schritt und wie können wir da hinkommen? Und vor allem, was mir wichtig ist, wie können sich diese Narrative verändern? Nicht nur diese Vorstellungen, diese Selbstverständlichkeiten, die man glaubt, über Drogen, oder was eine diese falschen, zum Beispiel, dass man glaubt, so, wenn bestimmte Drogen einmal genommen werden, dann hat die Person es komplett willenlos und ihr Leben ist verloren und sowas. So Unsinn. So. Aber wie kann man das verändern? Und das ist so eine große Überzeugung. Wie kann man diesen nächsten Schritt gehen? Und das aber nicht nur in diesem Bereich der Substanz, der Überlegung, so wie kann ich das für Cannabis machen, sondern ich versuche dann immer, oder mein Interesse ist dann größer, das in größeren Kontext zu denken, wie kann ich dazu beitragen, dass Menschen weniger Menschen abwerten. Dieser Habitus oder diese Überzeugung von sich selbst, dass ich eine Entscheidung darüber, über den Drogenkonsum einer anderen Person treffen kann, das geht mich an sich nichts an. Was mich was angeht, ist, dass ich eine schöne Gesellschaft möchte, wo alle irgendwie ein gutes Leben haben können, meinen Anteil mache dazu und wie ich zu Bedingungen
beitragen kann oder zum guten Gesundheitssystem oder zum guten Sozialsystem, dass alle ein gutes Leben haben. Jede Begründung, die man führt, so wenn man jetzt sagt, okay, wir legalisieren Cannabis, damit dann weniger Jugendliche kiffen, weil wir es in anderen Ländern gesehen haben, ist wahr, weil sich die Zahlen in den anderen Ländern gezeigt haben. Es können mehrere Gründe, also man weiß nicht den einen Grund, es gibt wahrscheinlich ganz viele Gründe, warum die sich dann sammeln, dass insgesamt der Konsum dann weniger ist oder so. Und das ist begrüßenswert insofern, wenn die Jugendlichen dann eine schöne Entscheidung für sich treffen oder fähig sind, Entscheidungen treffen, mit denen sie sich auch dann längerfristig wohlfühlen. Aber es ist ja nicht ausgeschlossen, dass trotzdem dann noch Jugendliche, ob jetzt auf dem legalen Markt oder illegalen Markt, sich was beschaffen. Wovor schützt man sie dann eigentlich? Das ist dann nicht so mit der Legalitäts- oder Illegalitätsfrage. Klar, also ist es dann besser, wenn sie jemanden in den Laden schicken, so wie wir mit dem Alkohol früher oder wie das jetzt wahrscheinlich auch andere machen, so hey, besorg mir mal was bitte, ich krieg das noch nicht. Es ist sicherlich besser, das dann legal zu kriegen, weil man dann wenigstens weiß, was ist drin und in welcher Dosis und so weiter. Aber das ist ja jetzt auch nicht das, was man sich vorstellt, wenn man sagt, okay, man mag Jugendliche irgendwie damit aufwachsen lassen, Drogen erst später zu entdecken, wenn überhaupt. Oder da dass sie dann nicht so hineingeworfen werden oder durch Gruppendruck nicht in Situationen kommen, die sie von sich aus nicht gesucht hätten. Aber da stört mich halt dann auch wieder diese Vorstellung, was dann auch immer schnell in die Diskussionen kommt, von wegen, dass Kinder keine falschen Freunde haben sollen oder wenn Eltern dann Angst haben, dass die Kinder den falschen Umgang haben und dann wiederum die anderen Kinder stigmatisiert werden. Oder wenn ein Kind Schwierigkeiten hat, dass es dann sofort auf die Eltern zurückgeworfen wird und solche Sachen. Das sind so viele einfache Erklärungsmuster und so eine Panik, wenn es um Kinder und Jugendliche geht, wo ich selber noch, aber ich sage nicht, dass es die Argumente nicht gibt, ich habe einfach selber noch nicht die Zeit gehabt, mich da entsprechend einzulesen und mal diese Argumentation des Jugendschutzes komplett zu durchdenken und nachzuvollziehen. Ja, du hast recht, wegen Jugendschutz und so, gell? Weil im Park steht ja auch niemand da und verkauft Schnaps an Jugendliche. Ja, da ist halt auch die Frage, so welche Jugend möchte man führen? Also wenn ich jetzt zurückdenke, Alkohol hat halt irgendwie so wahrscheinlich im Durchschnittsalter, so 14, 15, wo ich war, man hat halt einfach irgendwie in Volksfesten in Bayern irgendwie dann angefangen mitzutrinken und so. Und das war so normal. Aber ich kann nicht sagen, dass es jetzt was Negatives für meine Entwicklung war oder so. Natürlich gab es peinliche Momente, wo ich mir dachte, oh, oder so, oder die Jugend. Also ich bin jetzt Ende 20, so Anfang 20, natürlich habe ich Sachen gemacht, wo ich mir dann am nächsten Tag dachte, oh, so. Andererseits war es natürlich auch, kann ich froh sein, dass nichts passiert ist, wo ich dann wirklich ernsthaft im Nachhinein was bereut habe, was ich jetzt vielleicht nicht getan hätte. Wenn der Alkohol nicht dabei gewesen wäre. Es war eher nur so ein Fremdschämen oder so für mich selbst. So solche Sachen passieren, aber jetzt in meiner Biografie, aber ich will das einfach auf keinen Fall auf eine andere übertragen. So, man kann auch sehr schlechte Entscheidungen oder sehr schlechte Erfahrungen mit Alkohol haben und das ist ja auch einfach ein Riesenproblem und unterschätztes Problem. Also nicht, ich glaube, es ist schon man ist sich schon darüber bewusst, dass Alkohol ein Riesenproblem ist. Man weiß es irgendwie. Aber irgendwie niemand will halt auch was dran ändern. Das muss man halt auch irgendwie anerkennen, so, dass Alkohol irgendwie auch eine Freude bereitet. Ich frage mich so, wenn wir jetzt andere, so einfach mal überlegt, so, wenn jetzt andere Substanzen gleichwertig wie Alkohol verfügbar hätten, ich vermute mal, dass dann weniger Leute zu Alkohol greifen würden, sondern merken würden, ach, eine andere Substanz passt eigentlich besser zu mir. Nehme ich halt die jedes Wochenende oder als Feierabendbier und so, was gleichwertig zu Alkohol funktionieren kann. Also wenn man sich David Nutt anschaut, potenziell noch weniger schädlich, wenn man jetzt auf das Schädigungspotenzial anschaut. Ja, aber das ist halt wirklich nur eine Vorstellung, wie man sowas umsetzt. Also das sind wir halt momentan nicht. Und momentan interessiert mich halt, wie kann man die ganzen Schäden reduzieren. Ja. Vor allem diejenigen, die durch diese allgemeinen Stigmatisierung oder Schlechtreden von Leuten, die mit Drogen zu tun haben. Aktuell wird der Görlitzer Park wieder in der Presse zerrissen. Aber wir sind jetzt gerade hier in der Hasenheide und überall in ganz Berlin gibt es Drogen. Was sagst du dazu? Man kann überall Drogen kaufen. Ja, und deswegen geht es beim Görli halt auch nicht um Drogenpolitik. So. Und alle irgendwie diskutieren über Drogenpolitik und es ist richtig, dass wenn man sich wirklich darüber interessiert, so wie kann man dafür sorgen, dass die internationale Kriminalität sinkt
und Drogenkriege in den Anbauländern vermindert werden oder wir uns unsere Verantwortung dafür übernehmen, dann muss man legalisieren. Mhm. So, dann muss man eine legale Alternative schaffen, weil die Nachfrage da ist. Ja. Würde man die illegale Produktion von, sagen wir mal, Kokain zum Beispiel legalisieren, dann hätten die kolumbianischen Bauern, die es jetzt schon anbauen, wenigstens Rechte, die sie einklagen könnten. Dann könnten die Leute wenigstens sauber produzieren und müssten nicht in Teppich einrollen und so schmücken. Ja, ein bisschen faszinierend, dass das einen auch fasziniert, der illegale Markt. Das ist ein bisschen traurig, aber es ist auch sehr viel Kreativität dahinter. So wie man eigentlich das Legale auch, den legalen Markt umschiffen kann. Das sagt ja auch sehr viel über den legalen Markt eigentlich aus, dass es diesen illegalen Markt gibt. Warum kriegen Leute in legalen Markt keine Jobs und müssen dann irgendwie ihren Lebensunterhalt anders zusammenkriegen? Und da ist halt Cannabis-Dealen einfach das geringste Übel. So, das andere ist halt, wie man illegal oder ja zu Geld kommen kann, sind halt einfach weniger schöne Möglichkeiten. So. Ja. Aber genau, zum Dealern im Görlitzer Park, weil ja jetzt gerade wieder dieses Thema aufgekocht ist. Wenn es einem um Drogenpolitik ginge und um Dealer ginge, müsste man in allen gesellschaftlichen Bereichen gleichwertig diskutieren. Okay. Aber was da passiert wird, dass dieses allgemein wahrgenommene Drogenpolitik auf schwarze Menschen projiziert wird. Es ist irgendwo dieser eine Park, wo Afrikaner verstärkt auftreten, in anderen Parks sind sie andere Leute. Da sind wir beim Rassismus. Richtig. So. Deswegen ist ja dann die Diskussion dann auch speziell im Girlie und der Girlie der Problempark. So. Also klar, manche Anwohner, die dann interviewt werden, irgendwie Schwierigkeiten damit, dass die Drogen so präsent sind. Das bereitet ihnen aus verschiedenen Gründen Sorgen. Aber die lassen sich halt einfach tatsächlich nicht damit lösen, wenn sie sagen, der Girlie hat ein Problem und wir müssen da Lösungen schaffen, weil das einfach nur entsprechend Leute trifft. Und auch jetzt, wenn man sagt, man muss Cannabis legalisieren und dann ist das Problem im Girlie gelöst, hat man auch noch keine Antworten darauf, was mit diesen Menschen passiert. Das ist halt Schwarzmalerei und der Versuch, Menschen zu stigmatisieren. Ja, wir brauchen eine Antwort. Wie können Leute legal bei uns arbeiten? Ja. Also oder die Option haben, legal zu arbeiten, so, und dann halt die Wahl zu haben, welche Jobs sie haben. So, aber das sind dann wieder so große gesellschaftliche Themen, die sich allein halt mit der drogenpolitischen Debatte, wie sie jetzt geführt wird, nicht beantworten lassen. Es ist halt, also man hat halt diese Idee davon, dass dann die Leute, die dealen, also ich spreche jetzt, man muss ja auch unterscheiden von der organisierten Kriminalität, die weltweit ihre Funktionalität hat, wo Macht dahinter steckt und Einfluss darauf, wie der Drogenhandel stattfindet, und dann die Leute, die einfach einfach einen Job brauchen, um irgendwie Geld zu verdienen und dann halt im legalen Markt aus verschiedenen Gründen keine Möglichkeiten haben, sei es, dass sie keine Arbeitserlaubnis haben in Deutschland, aber zu Geld kommen müssen und deswegen dann im illegalen Markt arbeiten und sagen, das ist jetzt das geringste Übel, was ich machen kann, ich verkaufe Cannabis. Aber das ist auch wiederum nicht der ganze Drogenhandel. Also warum Leute Drogen handeln, gibt es ja auch verschiedenste Gründe. Also wenn man sich das komplett anschauen möchte, darf man halt eben auch nicht nur auf diesen Aspekt schauen, sondern genau. Und dann hat man diese Vorstellung, dass die Drogendealer so besonders härter bestraft werden müssen. Also ich gebe dir recht, das ist schon so, dass wenn man jetzt einen Verkauf hat, dann hat man schon die Absicht, es zu verstreuen. So, das ist vielleicht ein Unterschied, aber was eben nicht der Fall ist, dass dann dieses böswillige Monster, dass einige dann im Kopf haben, die dann Drogen verkaufen, um die Person dann süchtig zu machen. Ja. Das habe ich das ja auch gelernt, dass Jugendliche, du wirst dann einmal hast du was im Club, im Drink, und dann hat man dich süchtig gemacht und dann kannst du nicht mehr Nein sagen und willst immer mehr. Einmal hat man es dir kostenlos untergeschoben und dann musst du dafür zahlen. Und so, also dieses Bild von Menschen, die böswillig sind und einfach einen als Kunden anbinden möchten an einen und willenlos machen und so, das ist halt einfach so komplett falsch. Und ich glaube, dadurch steigert sich auch nochmal diese Vorstellung von dem bösen Dealer, die unsere Kinder irgendwie zerstören möchten oder so. Wegen, die Dealer haben auch Kinder und vor allem die wollen auch verstehen. Ich habe einen Artikel gelesen aus Hamburg von einem über dieses unsere Kinder, so, wo er halt dargestellt hat, dass diese Vorstellung, unsere Kinder, die sind alle weiß, die Kinder. Und was ist denn, wie kann er als schwarzer Mann seinen Kindern erklären, so, warum die Polizei ihn immer aufhält in einer bestimmten Gegend. Warum? Wie erkläre ich das meinen Kindern? So.
Das ist sicher nie leicht zu erklären. Und das ist auch unsere Kinder. Und es sind auch Kinder und auch Menschen, die in diese Welt hineinwachsen, die Welt verstehen wollen. Also da sind wir halt auch wieder diese Vorstellung, unsere Kinder von den bösen Dealern, finde ich sehr schädlich so. Kannst du dir das vorstellen? Den Girlie kennt man sogar in Australien. Aber Hasenheide oder Hermannplatz, das kennt halt keiner. Lass das mal sagen. Aber diese Touris, die fahren ja dann alle extra hin und wollen das sehen und machen Fotos davon und sagen, ich war im Girlie. Ja, und kaufen dort. Ich meine, wer kauft ja dort auch ein? Leute, die, also ich weiß es nicht. Ich habe nichts darüber gelesen, keine Auswertung. Ich weiß nicht, ob es eine gibt. Aber jetzt in meinem Umkreis kauft niemand im Girlie ein, weil man halt sagt, ich habe irgendwie einen Zugang zu etwas, wo ich längerfristig schon einkaufe und ich weiß, dass ich da auf eine gewisse Qualität mich verlassen kann. Oder da ist eine Person, es gibt ja auch Dealer, das ist übrigens auch, würde ich mir auch sehr wünschen, dass wir das nach Deutschland kriegen. Ich weiß nicht, ob das irgendwann wo in der Welt jetzt schon umgesetzt ist, aber in den USA gab es mal den Vorschlag, dass man in die Harm Reduction, also in diese Maßnahmen zur Verringerung des Drogenkonsums an sich oder auch der Drogenpolitik, die sich auf den Drogenkonsum auswirken, um als Maßnahme auch die DealerInnen daran zu beteiligen, diese Schäden zu minimieren, indem man sie ausstattet. Das kam im Rahmen der Opioid Crisis in den USA, dass man sich überlegt hat, weil es geht ja um dieses Fentanyl, ist in dem Stoff, was ich hier verkaufe, ist der Fentanyl drin. Durch vorige Schritte im Lieferweg. Gestreckt mit Fentanyl. Das ist ja oft ein Fall für eine Überdosis, weil das ist ja viel potenter. Ja, ja. Und wenn man das nicht weiß, dass es drin ist oder so, dann hat man halt schnell eine Überdosis. Ja. Genau, und solche Sachen sind halt einfach absolut vermeidbar. Es sind so viele Menschen, die sterben, das ist so absolut vermeidbar mit anderer Politik oder anderen Maßnahmen. Und da kann man die DealerInnen, der Vorschlag war, die DealerInnen zu beteiligen, indem man ihnen Testkits gibt, chemische Testkits, wo die dann checken können, was sie eigentlich verkaufen. Das ist ein absoluter Tabubruch. Das würde die CDU niemals zulassen. Absoluter Tabubruch. Ja, aber das wäre ja dann auch nochmal den DealerInnen, die daran zu beteiligen. Ja, noch einen Schritt weiter. Daran zu beteiligen, dass weniger Menschen sterben. Aber eigentlich so ist das super, sowas. Naheliegend und eine sehr schöne Idee und auch die Menschen, die Drogen verkaufen, als aktive, nicht in dieser passiven Rolle zu halten. Klar, die können jetzt nicht aktiv an der Debatte teilhaben und sagen, ich bin Dealer und ich erzähle euch jetzt mal, was ich von Drogenpolitik halte. Das ist halt ein bisschen schwer. Vielleicht geht sicherlich auch, müsste man hinarbeiten, um da mehr Stimmen einzufangen auch, wenn man die Möglichkeiten eben hat, so wie ich, offen zu sprechen über das, was ich über Drogenpolitik denke, ohne stigmatisiert zu werden. Ich habe jetzt da keinen unmittelbaren Jobverlust zu verlieren oder, keine Ahnung, man glaubt, okay, dass ich Drogen bei mir trage oder so. Oder die jetzt ums Eck rum hier im Park verkaufe. Das ist einfach kein naheliegender Gedanke dann bei mir. In Bayern würden die Leute Angst haben, dass die Polizei dann kommt und einen in die Wohnung durchsucht, nur weil man offen dazu steht. Ich habe die Diskussion früher öfter geführt, wenn ich Leute zur Amtsparade eingeladen habe aus Bayern und dann sieht das vielleicht jemand im Fernsehen und dann. Ja, aber das verstehe ich. Ja. So, hallo, aber nicht, weil du eine Meinung hast, deine politische Meinung. Ja. Das kannst du doch haben, ohne dass du das nimmst. Aber ich verstehe diesen Gedanken, dass man macht was Illegales und kann gleichzeitig, ja, kann man es nicht nachvollziehen. Der Konsum ist ja nicht illegal, aber dass man die Sachen bei sich trägt. Allein durch die Stadt zu gehen und dann das in der Hosentasche zu haben und dann das Gefühl zu haben, boah, jederzeit könnte ich jetzt im Gefängnis landen. Das ist absurd. So, man begeht keine Straftat, man geht durch die Stadt. Ja. So, das ist halt auch so eine, ja, auch während dem Konsum dann sich denken zu müssen, so, ich habe mit einem gesprochen, der hat eine Zeit lang gekifft und irgendwann ist ihm dann gekommen, scheiße, ich könnte jederzeit Probleme mit der Polizei kriegen, von meiner Schule fliegen. Und seitdem war der Konsum nicht mehr schön. Ja, weil so seitdem war immer diese Angst war wahrscheinlich. Ja. Deswegen hat er dann nicht aufgehört zu kiffen, sondern einfach sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Was wünschst du dir von den neuen Drogenbeauftragten? Also unsere Drogenbeauftragte kriegt nächste Woche, diese und nächste Woche eine Gesprächsanfrage von uns. Okay, von Lieb. Von Lieb. Okay. Ich würde mich freuen, wenn sie annimmt. Okay.
Und ja, ich würde mir wünschen, dass das Drogenpolitik ernster genommen wird. Ich glaube, Drogenpolitik wird nicht ernst genommen für das, was sie ist. Man denkt so, das ist so ein bisschen ja die Kiffer, die irgendwie bei Social Media nerven. Mhm. Das macht ihr auch sehr gut. was ich mir von der Bundesregierung wünschen würde, wäre, dass das Thema Drogenpolitik einen anderen Stellenwert kriegt und dass man die Verantwortung versteht für die Menschen, die wegen Drogengebrauch sterben, dass es Menschen sind, die unnötigerweise sterben, dass man das alles Menschen sind, die gestorben sind, was man aber hätte vermeiden können, was unnötig sind. Menschen stecken sich mit Krankheiten an, durch Spritzengebrauch zum Beispiel. Unnötig, alles vermeidbar. Menschen wird der Führerschein weggenommen, nicht weil sie gefahren sind in Drogenkonsum, das ist ja ein anderes Thema, sondern weil sie welche im Besitz hatten. Auch Katastrophe, können ihre Jobs nicht mehr ausüben. Mhm. Und solche Sachen, dass das ein massiver Einfluss auf das Leben von vielen Menschen in Deutschland einerseits ist, was einfach vermeidbar ist, unnötig so und auch schlecht zu rechtfertigen eigentlich, wenn man versucht zu argumentieren, so was wir alle sehr viel tun. Und dann halt einfach auch, dass dieses Thema der globalen Zusammenhänge, Drogenkriege weltweit oder das, man kann ja von dem einen großen Drogenkrieg sprechen, wenn man sagt, das ist eine globale Sache. Man kann aber auch, wenn man sich die Drogenkriege dann einzeln anschaut, die alle ein bisschen unterschiedlich ist, von mehreren Drogenkriegen sprechen, wie auch immer. Mhm. Auf jeden Fall, dass es auch ein politisches Thema wird. Ja. Würde ich mir denken und wünschen und dann offen zu sagen, okay, wir haben hier in Deutschland, wir haben eine gewisse Nachfrage, die nehmen wir ernst, die ist da. Mhm. Wie gehen wir verantwortungsvoll damit um, dass es einfach tatsächlich, dass es die Tatsache ist, dass es einfach so ist und was ist unser Beitrag dann zu dieser Welt, um die organisierte Kriminalität zu vermindern, was können wir da tun, was sind sinnvolle Maßstäbe und irgendwie auch eine bessere Möglichkeit haben, dann jemanden, den Präsidenten von den Philippinen, Duterte, halt ernsthaft auch kritisieren zu können. Wenn wir auch, also, aber wenn wir das selber machen, wenn wir grundsätzlich auch eine Drogenpolitik haben, die Leute kriminalisiert, die Drogen nehmen, ist es halt schwieriger, dann ein anderes Land zu kritisieren, die das halt dasselbe machen, bloß halt in einem sehr traurigen, großen Extrem. Aber er sagt halt, er zeigt halt Menschenrechten den Stinkefinger. Ja. Und er ist sicherlich auf insgesamt schwer zu kritisieren, vor allem weil er ja die Mehrheit der Bevölkerung hinter sich hat, aus vielen Gründen so. Aber was die Drogenpolitik angeht, ja, muss man ihn halt auch dann irgendwie kritisieren können. Ja, ja. So, und es ist eben schwer, wenn man ihm grundsätzlich zustimmt, dass Kriminalisierung eine gute Sache ist. Er hat gesagt, er wird stolz darauf sein, 3 Millionen Drug Addicts, wenn die dann getötet sind nach seiner Legislaturperiode. Hat es dann hat gesagt, Hitler massacred 3 million Jews. Hitler massacred 3 million Jews. Das waren tatsächlich 6 Millionen so. Es fällt irgendwie auch wenigen auf, die das zitieren. und er wird he will be happy to slaughter 3 million drug addicts, irgendwie so wie das Zitat. Ja, und ich glaube eben, was so hilfreicher wäre, einfach darüber zu sprechen, so warum haben wir von Menschen, die Drogen nehmen, so ein schlechtes Bild? Wie können wir davon wegkommen? Weil das verbindet uns ja mit den Philippinen. Ich habe so ziemlich alles geglaubt, was mir in der Schule beigebracht wurde oder von der Polizei damals, die in die Schule kam, über Drogen. Ja. So, nimm die einmal und dir wird schlecht gehen. Und ich habe das halt dann geglaubt, dass es so ist. Ich meine, das sagen Erwachsene, die werden schon wissen, was sie sagen und so. Und habe dann das für mich verwendet. Das war mir dann nützlich insofern, dass ich andere Leute, die Drogen genommen haben, also das war Kiffen vorwiegend, abwerten konnte und sagen konnte, ich bin was Besseres als meine Mitschüler, weil die Drogen nehmen und ich nicht. Okay. Also ich habe dann eigentlich schon Alkohol getrunken. So, das war dann wieder dieses so. Das hat dann nicht dazu gehört, aber das war ja auch, also ich habe das alles geglaubt.
und für richtig gehalten, dass es einen Grund hat, warum mir das so beigebracht wird. Und dann bin ich nach München gezogen, bin in einen Nachtclub gegangen und habe gesehen, oh, okay. irgendwas ist anders. So, die Leute, es ist cool, in einen Nachtclub zu gehen, das macht mir Spaß, ich fühle mich hier wohl. Und Leute nehmen Drogen regelmäßig an den Wochenenden. Und es ist einfach okay. Und, aber dann habe ich eben gesehen, also das ist halt okay im Sinne von, für mich ist es okay, ich habe keine Schwierigkeiten damit, die Leute ziehen mich nicht auf die Straße, die sind kein schlechter Umgang für mich, ich verbringe einfach keine Zeit mit ihnen. Und irgendwie genau, es ist irgendwie anders als das, was ich bisher für wahr gehalten habe. Und dann habe ich aber halt auch ein paar Sachen mitbekommen, wo Leute eben keine schöne Erfahrung auf Drogen hatten. Das war aber halt einfach nie die Droge selbst, die Substanz selbst, sondern es war halt, dass die Dosis nicht bekannt war, dass was anderes drin war, als man dachte, dass man keine Erfahrung mit der Substanz hatte, solche Sachen. Mhm. Und dass man eben dann auch manche gerne Informationen darüber gehabt hätten, aber die ihnen auch einfach nicht zur Verfügung standen. Man kann natürlich alles eben im Internet nachschauen, halt ja, stimmt. Aber ja, das ging auch schon damals bei mir, aber ja, es ist halt, wie verlässlich ist es dann? So. Also, du kannst ja trotzdem nicht wissen, ob das Pulver, das du da kaufst, man kann es trotzdem nicht wissen, ob da vielleicht Crystal drin ist. Ja. Na, heute egal, ich würde heute sagen, Angst haben, dass wenn ich mal Koks kaufe, dass da Crystal drin ist. Ja. Das ist aber noch stärker als das, was ich eigentlich erwarte, und ich nehme eine andere Substanz und ja, das ist dann, es ist dasselbe, wenn du was Bitteres im Mund nimmst und was Süßes erwartest. Mhm. Weißt du, das genau in so einem Kontrast hast du halt dann bei Drogen auch. Das heißt, das Erlebnis wird nicht schön. Wenn du Drogen nicht freiwillig nimmst, dann ist es auch kein schönes Erlebnis. Ja, ich würde es nicht ausschließen. Ich glaube, es geht, oder? Man muss sich halt darauf einstellen können dann. Du kriegst da Ecstasy ins Glas und hast es noch nie vorher genommen und trinkst das und plötzlich kommt dieser... Ja, wenn man dann nicht weiß, dass das gerade mit mir passiert, dann, dann glaube ich, wäre ich... Oder LSD noch schon. Ja, nee, da wäre ich auch... Oder Cannabis. Ja, genau, also ich bin insofern, wenn mir das passieren würde, dann würde ich... und ich würde drauf kommen, dass das gerade wohl in mein Glas war, so. Oder ich könnte es zuordnen durch die Informationen, die ich habe, dann und würde dann wahrscheinlich sagen, so, okay, ich weiß gerade, irgendwas passiert mit mir, es wird wieder aufhören. Mhm. Jetzt das so ist, suche ich, in welcher Umgebung bin ich gerade, wo kann ich mich wohlfühlen damit. Oder im besten Fall habe ich einfach Leute bei mir dabei, denen ich dann Bescheid sagen kann und sage, hey, irgendwas fühlt sich gerade nicht richtig an, pass auf mich auf. Aber dann braucht man halt auch einen Umkreis. Und das war ich halt dann damals auch nicht, glaube ich, wo man dann einfach zu mir hätte gehen können und sagen können, hey, Feline, ich fühle mich gerade nicht wohl, kannst einfach nur da sein. So, das war ich halt dann auch nicht für die Person. Naja, und da habe ich mich halt irgendwie nicht wohl gefühlt. Dann habe gesehen, irgendwie das mit der Drogenpolitik, wie die gehandhabt wird, das mit dem Verbot, irgendwas läuft hier falsch. Und dann habe ich irgendwie, war ich auch offener dafür, Texte zu lesen, von denen ich irgendwie bei Facebook oder so mitbekommen habe, und dann habe ich drüber gelesen und so, und einfach immer mehr Informationen bekommen, und dann eben das, was ich einfach angefangen habe zu erzählen, so, das hat mich immer schon beschäftigt, so, dass Menschen abgewertet werden, und das hat sich halt da bei mir dann extrem getroffen, habe ich gesehen, bei der Drogenpolitik ist es einfach so krass und so stigmatisiert, und ja, seitdem lässt mich das nicht los, das Thema. Du möchtest halt da mithelfen, dass sich was ändert. Was würdest du Frau Merkel raten, wenn du mit ihr unter vier Augen sprechen könntest? Naja, die halt hört ja bald auf, vielleicht noch 2 Jahre, wenn es für sie gut läuft. Was würdest du ihr vorschlagen? Ich würde ihr gerne eine Empfehlung mitgeben oder einen Wunsch, dass sie zu den Leuten gehört, die nach ihrer Amtszeit sagen, irgendwie Drogenpolitik war ein Thema, um das habe ich mich zu wenig gekümmert, aber das ist doch so wichtig. Es gibt eine Organisation, die Global Commission on Drug Policy, wo eben so, solche Leute sich vernetzt haben und gemeinsam für eine bessere Drogenpolitik sich einsetzen. Also Leute, die in entscheidenden politischen Positionen in verschiedenen Ländern der Welt waren und jetzt richtig gute Arbeit machen gegen den globalen Drogenkrieg und für die Verbesserung von so vielen, gegen Stigmatisierung. Die bringen tolle Hefte raus jährlich, wo sie immer wieder ein anderes Thema haben, was halt dann eben von Anbau zu Stigmatisierung und Kriminalisierung solche Themen abdeckt. Mhm. Wenn sie da mitmacht, das würde mich freuen. Also Leute, werdet Mitglied bei LEAP, kostet gerade 6,66 € im Monat. Das kann nur was Gutes bedeuten, wenn wir die Strafrechtler auf unserer Seite haben.
Vielen Dank für deine Zeit und auf ein erfolgreiches 2020.